Ja, servus, Schilderfreunde, Big to B und Olli sind wieder am Start. Servus. Neues Review steht an über einen Gegenstand, den ich euch gerade ganz kurz demonstriert habe. Ein 2-in-1 Modell, Kohlentransportierer und Windschutz zugleich. Da ist das Teil. Ich zeige es euch gleich aus der Nähe. So. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Windschutz. Der erste Windschutz aus dem Hause Shisha King. Sehr großer Windschutz, also nichts für kleine Shishas. Wächst im Gewicht auch, der ist ziemlich schwer. Er ist sehr, sehr breit. Also es passen wirklich sehr große Köpfe rein, zeige ich euch aber auch gleich. Und er hat einen sehr großen Griff, das heißt, man hat ihn wirklich fest in der Hand. Das gefällt mir sehr gut. Und man erkennt auch, SK-Logo ist überall eingraviert. Ich weiß nicht, warum sie es falsch rum hingemacht haben, weil so rum wäre es ja richtig rum. Und ich weiß nicht, warum sie es jetzt genau falsch rum gemacht haben. Also graviert ist es natürlich ausgestanzt. Ausgestanzt, ja. Ich weiß nicht, wie ich auf Gravieren komme. So, und zwar, wir haben ja mal einen Test hier einfach mal zum Spaß gemacht und haben geguckt. Das ist die Powerball XXL. Da gab es bis jetzt noch keinen Windschutz, den ich jetzt hier hatte, der wo drüber gepasst hat. Und siehe da, ohne Probleme. Es ist sogar noch rechts und links jeweils Platz. Und das heißt, dieser Windschutz passt auch über die Saphir Powerball XXL und sogar auch, was mich überrascht hat, über den EG-Glas Alufolienhalter. Selbst da passt er drüber. Da ist aber nicht mehr viel Platz links und rechts, aber er passt drüber. Also es geht genauso. Das ist sehr, sehr toll. Das gefällt mir sehr gut, weil damit kann man wirklich einen Windschutz für jeden Shisha-Kopf verwenden. Und das ist natürlich Sinn der Sache. Wenn man mal vergleicht, unsere kleinste Shisha, Olli hat sie jetzt gerade. Leider, glaube ich, zu hoch. Hier. So. Gleiche Größe. Mal drüber, wenn die verschwindet fast komplett. Fast. Jo, fast. Krasser Vergleich. Deswegen so in der Hinsicht, kleine Shisha ist nicht gerade. Genau. Gut. Hier ist auch der Größenvergleich zu einem normalen Windschutz. Moment, mit einer Hand geht's schlecht. Der verschwindet komplett. Verschwindet komplett der Windschutz da drinnen. Da sieht man die den Größenunterschied. Das ist jetzt ein Aladdin-Windschutz, den haben wir sonst immer verwendet. Und der hat hier so einen kleinen Griff. Ja. Und das ist natürlich dann enorm besser. Also, wenn man mal ein bisschen besoffen ist, dann kann man sogar den runterlupfen, bevor man hier das kleine Knubberle findet. Genau. Ja, also der Windschutz gefällt mir sehr gut. Hat hier vorne auch, wie man gesehen hat, dieses Metallgitter. Und da kann man die Kohlen dann wunderbar drüber transportieren. Das ist auch noch sehr cool. Zusatzgag, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem Vorsicht, weil die Asche fliegt ja trotzdem durch und dann unten raus. Ja, ist klar. Nicht, dass er über den Teppich drüber läuft und unten fliegt die glühende Asche runter oder so, nur so ein Stückchen. Genau, kann natürlich passieren, ist ganz klar. Er nennt sich Shisha King Windcover Deluxe. Gibt es bei www.shisha-king.de für 13,90 €. Die Höhe beträgt 20 cm und der Durchmesser 12,5 cm. Also 12,5 cm ist wirklich eine Menge und da gibt es momentan keinen Kopf, der wo da jetzt nicht reinpassen sollte. Gut, ausgenommen natürlich Doppelköpfe oder Dreifachköpfe oder sowas. So solche Gagköpfe halt. Aber jetzt stinknormale Köpfe passen alle rein. Außer beim bei der Lamar Tradibowl, da wird es dann knapp. Weil die ist ja unglaublich groß. Also wenn man jetzt mal die Tradibowl nimmt hier, also geht nicht. Sieht man gleich auf den ersten Blick. Brauche egal, probieren, das funktioniert einfach das nicht. Kann ja. Nicht gehen, nee. Das kann nicht gehen. Ist physikalisch einfach nicht möglich. Ja, wir testen den natürlich gleich noch für euch. Jetzt so kurz nochmal zurück zum ganz kurzen Thema. Benni hat es vorhin extra gesagt, dass er für die Powerbowl noch nie einen hatte, aber den, wo er ja da hatte. Jetzt schreiben bestimmt viele drunter, der eigene Glas hat doch einen großen, aber den haben wir ja nicht da. Den ganz großen. Er hat es extra erwähnt. Genau. Den ganz großen EG-Glas-Windschutz habe ich ja nicht da. Ich habe den mittleren da. Und der ist ja auch ein bisschen kleiner, also vom Durchmesser. Der hat, glaube ich, 10 und, so, und ein paar zerquetschte. Und der neue hat jetzt, also der Shisha King hat 12,5. Der XXL-Windschutz von EG-Glas, der passt schon drüber, das ist klar.
Vor allem haben wir eine Plan, das hat er ja vorhin erwähnt, gehabt, dass die Zwiebel drunter schon will, da gibt es doch einen. Nur die, was ich da habe. Genau. Ja, wir machen es am besten so, wir melden uns später wieder, wenn wir den Windschutz mal benötigen. Deswegen machen wir jetzt einen kurzen Cut, rauchen den Tabak ein bisschen und dann, wenn er an Hitze verloren hat, geht man den Windschutz mal drauf und dann zeigen wir euch mal, wie er von der Hitzeverteilung ist. So, wie versprochen, sind wir wieder da. Aber nur ganz kurz, um euch eben noch die Hitze zu demonstrieren, wie der Windschutz sich verhält mit der Hitze und so weiter, ob er gut Hitze abgeben kann. Ja, beim EG-Glas zum Beispiel, beim Windschutz, haben wir ja gesehen, da ist die Hitze nicht so gut gespeichert geblieben. Da hat sich fast kein Unterschied gezeigt. Und gut, jetzt testen wir einfach mal den Shisha King. Komm, einmal draufgelegt, einmal gezogen, schon kommt stärkere Rauchentwicklung. Also Wahnsinn, wie schnell der die Hitze speichert, dieser Windschutz. Macht auch das Edelstahl natürlich aus, ganz klar. Also ist echt Wahnsinn der Unterschied. Da sieht man gleich, wie viel Hitze da eben gespeichert wird. Das ist echt brutal. Und das ist wirklich klasse. Es zieht sich auch ganz normal weiter, also es kratzt nicht. Der Tabak ist auch schön feucht, ist da was. So muss die Rauchentwicklung sein. Also absolute Kaufempfehlung für diesen Windschutz, kostet zwar ein paar Euro mehr wie die normalen Windschütze jetzt, wo man sonst kaufen kann, aber ich finde, der Windschutz ist wirklich geeignet für jeden Kopf. Das ist schon mal ein dicker Pluspunkt. Man kann Kohlen damit transportieren, weil ja oben das Gitter eben dran ist und die Hitzeverteilung ist wirklich klasse bei dem Windschutz. Also absolute Kaufempfehlung. Super Produkt von Shisha King, kann ich nur weiterempfehlen und man kann ihn wirklich wunderbar anlangen. Er wird niemals heiß oder sonstiges da dran, weil der Griff wirklich weit entfernt ist vom Windschutz selber. Das ist wirklich gut gelöst. Die Hitze hier ist jetzt auch schon gut da, zwar noch nicht wirklich heiß, also man kann ihn immer nur so anlangen, ist gar kein Problem, aber umso länger er drauf bleibt, umso heißer wird er ja, ist ja klar, merkt man ja auch an der Rauchsäule und so weiter, wird ja auch heißer, umso länger man raucht. Ja, und dann hätten wir es eigentlich für heute, klasse Produkt, Olli, weitere Empfehlung auch von dir. Gibt es sonst schon was zu sagen von dir über den Windschutz? Kein Kommentar. No comment. Alles Wichtige wurde genannt. Wie gesagt, shisha-king.de, der einzige Shop, der den momentan betreibt. Aber ich denke mir, die anderen Shops werden den bestimmt auch ins Sortiment mit aufnehmen. Ja, dann sag mal danke, macht's es gut, bis zum nächsten Mal. Euer Shisha-Warentest-Team, Big2B und Shisha-Olli.